Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fluff. Wir sind genau da, wo wir gestern auch schon waren. Nur mit dem Unterschied, dass ich ja gestern noch gesagt habe, ich werde jetzt wahrscheinlich im Anschluss... Also, ich habe gesagt, ich werde im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe mir dann gedacht, weil... Ich hatte zwar gestern noch übelst Bock. Und das Ding ist halt, wenn ich jetzt gestern nochmal eine Folge gemacht hätte, hätte ich folglich heute aussetzen müssen. Weil sonst hätte ich ja vorproduziert und dann stackt sich das jetzt schon. Und eigentlich wollte ich das ja, aber ich wollte mir extra das Wochenende dafür nehmen. Also jetzt das nächste Wochenende zum, also am besten halt den Sonntag. Weil wenn ich dann arbeite, kann ich eh nicht mehr so viel zocken. Und da wäre das gut, aber ich meine, jetzt die Woche habe ich ja noch zum Zirkeln. Deswegen wäre es jetzt ziemlich dämlich, sich da einen Tag selbst einen Stock zwischen die Beine zu werfen sozusagen. Gibt es Sinn? Irgendwie schon. Ja, auf jeden Fall, genau. Deswegen habe ich dann gestern jetzt gesagt, nee, doch nicht. Und deswegen, ja, aber für euch macht es sowieso keinen Unterschied, weil es ist ja vollkommen egal, wann ich das aufnehme. Wollte ich nochmal anmerken, falls ihr mich anders anhört oder so. Das ist dann, also für irgendjemanden, der sich irgendwie im Stück anschaut oder sowas in der Richtung, das ist dann, ja. Liegt daran. So, jetzt müssen wir erstmal die Sachen hier, was bringt das nochmal? Wartet, was ist das nochmal? Ja, was ist das nochmal? Ja, genau. Was davon werfe ich weg? Könnt ihr jetzt schlecht mitwählen, ne? Ja, es ist immer die Sache mit dem Inventarplatz, ne? Das war schon immer so eine Sache. Reskill ist eigentlich tatsächlich das Ding, wo man am wenigsten braucht. Aber eigentlich ist alles viel scheiße, weil es seelengebunden ist. Folglich kann man es nicht auf die Bank tun, nicht ins Gegenlager tun. Man kann es nirgendwo hin tun, man kann es entweder benutzen oder anschauen. Schon nervig. Reskill ist echt das Ding, was man am wenigsten braucht. Vor allem Ranger-Skills, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, brauche ich als One-on-One davon jetzt keinen einzigen, deswegen brauche ich auch keine Stat-Punkte. Ja, ach, Bow-Mystery müssen wir mal skillen, ne? Leute, erinnert mich doch mal dran, apropos Reskill, da war ja noch was hier. Skills gibt es ja auch noch in dem Spiel, ganz vergessen. Ja genau. Ja komm, werfen wir uns Reskill, oder? Werfen wir uns jetzt weg? Ja doch, das werfen wir jetzt weg. Ups. Jetzt kann ich das nicht rüberziehen. Achso, weil ich mich bewege wahrscheinlich, oder? Ja. So. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Niemals Reskill wegwerfen. Das kann man nur machen, wenn man sich sicher ist, dass man auch sehr schnell Hero wird. Mit sehr schnell meine ich so maximal ein halbes Jahr. Na, aber ein halbes Jahr wird es nicht dauern. Oder, na gut, Master zumindest nicht. Und mit Master hat man dann auch schon 5 Milliarden Punkte. Also ab Master ist es dann egal. Kannst du Reskill 10 mal wegwerfen. Brauchst du nicht. Genau, Skill. Genau, das habe ich jetzt irgendwie voll vergessen. Ja, aber normalerweise, das wissen sicherlich einige von euch, der dürfte MP kosten, genau, levelt man mit Bow mit dem Junk Arrow. Weil man eigentlich... vor Level 45, vor Cruiser-Set oder wenn man kein Cruiser-Set hat, vor Level 60 mit dem Chunk-Arrow-Skill mehr Schaden macht als mit Auto-Attacks. Ich mache jetzt wahrscheinlich auch sogar mehr Schaden mit den Auto-Attacks, aber mir ist jetzt so, ich habe 100% Attack-Speed, ich habe relativ viel Crit mit 49%, deswegen lohnt sich bei mir jetzt nicht, ich mache 40 mehr mit dem Set, mit dem Skill, lohnt sich überhaupt nicht, weil so sieht man, ich mache mehr Damage, weil ich ja noch critten kann, kann ich mit dem Spell nicht. Und da ich 49% Crit habe, critte ich wesentlich mehr, somit machen meine Auto-Attacks mehr Schaden als der Skill. Deswegen habe ich den von Anfang an nicht geskillt, weil ich wusste, dass ich mit normalen Auto, also mit normalen Angriffen halt mehr Schaden mache als jetzt mit dem Skill. Aber normalerweise, wenn man jetzt komplett neu anfängt und gar keinen Equip hat, macht man mit dem Chunk Arrow Skill mehr Schaden und bis, wie gesagt, mindestens Level 45 levelt man normalerweise mit dem. Wenn man eben noch keinen Char hat oder halt kein Equip hat oder whatever. Genau. Bow Mystery hingegen, das brauche ich schon, weil das macht zwar irgendwie nur verstärkt Angriffskraft mit dem Bogen irgendwie um 20 oder 50 oder so. Aber ja, kann auch nicht schaden, ne? Ist schon Bow Mystery, ich weiß nicht, falsch das Gerät hat. Ne. Genau, die Angriffskraft erhöht sich, wenn du einen Bogen benutzt. So. Die Viecher dauern jetzt schon noch lang, aber die geben auch ordentlich. So. Ich glaube 110 kann das sein. 20, ne, 20 war sogar richtig, Leute. Ich dachte es mir schon, ne? Macht das jetzt irgendeinen Unterschied? Ja gut, jetzt greife ich natürlich einen Dumbbull an, ne? Das ist jetzt ziemlich behindert. Jetzt mache ich nämlich 200 Schaden mehr als bei den Totemias. Ich mache 200 Schaden mehr als bei den Totemias, dann bleibe ich bei den Dumbbulls, weil das ist jetzt ziemlich dumm, weil die sind ein Level niedriger und geben fast genauso viel Erfahrung. Dafür gehen sie doppelt so schnell down. Ja. Das sollte man beachten.
Genau, irgendwie droppe ich heute überhaupt nichts. Gestern war das Inventar in 2 Sekunden zugemüllt. Jetzt habe ich es vorhin kurz geleert ein bisschen. Und jetzt ja gerade die Sachen aufgetan und ja, jetzt plötzlich droppe ich gar nichts mehr. Läuft bei mir. Naja. Genau. Ja, dann hat noch jemand kommentiert, vorhin sogar erst, ob es hier aktiver ist als auf Clockworks. Also das wollte ich nochmal klarstellen. Das mit dem ersten Video, was ich hier gemacht habe, mit dem Devos aktiver denn je Titel, da habe ich auch in Klammern geschrieben, JK. JK steht für Joke, das ist eine Abkürzung, also Witz, Spaß, das war nicht ernst gemeint. Wobei ich zugeben muss, jetzt nachts ist natürlich nichts los. Ja? Also ihr müsst die Zeit beachten, wo ich hier aufnehme. Wobei man sagen muss, oh, was haben wir denn da schön? Das ist eine PSF. Und ein Level Up, das ist natürlich auch schön. Jetzt kann ich nichts schreiben wegen dem Level Up, aber ich hasse es. Jetzt muss ich das nochmal schließen. Also wenn man Level Up bekommt, dann irgendwie kann man da nichts im Chat schreiben, ist auch nicht so ganz. Also machen wir jetzt erstmal das hier. Also das war nur ein Witz. Tagsüber ist hier relativ viel los. Hat mich selbst überrascht. Also es sind fast 30 Shops, glaube ich, auf der Shopmap. Also es sieht sogar recht belebt aus. Und schaut es eigentlich auch fast voll. Ich meine, jetzt ist 1 Uhr nachts an einem Montag. Mittwoch. Ja, Dienstag wollte ich eigentlich mich verbessern. Dann habe ich mir gedacht, das ist eh schon nach 0 Uhr. Genau, also unter der Woche auf jeden Fall 1 Uhr nachts. Von daher, ja, ist klar, dass jetzt nicht so viel los ist im Chat oder auch so. Aber ansonsten für 81, ich meine, gestern haben wir, wie viele Leuten sind wir begegnet? Da waren dieser eine Kerl, den ich die ganze Zeit gebufft habe. Der ist sogar wieder online. What the fuck? Genau der Kerl. heilige Scheiße. Dead Guy, Alter. Genau, der war unten. Und da waren ja noch mehr Leute bei Gegelboxen, die haben mich noch nie angeschrieben. Ja? Da waren ja noch mehr. Also 2 zumindest mehr. Und ich meine, für die Uhrzeit 2, 3 verschiedene Leute bei Gegelboxen. Leute, schon ordentlich aktiv. Also, ja. Ein paar Leute übertreiben da halt gerne mal, was die Inaktivität des Servers angeht. Vor allem die Leute, die hier nicht mehr spielen, die übertreiben da ganz, ganz gerne. Genau. Jetzt soll ich vielleicht auch mal Danke schreiben. Na, der Zug ist abgefahren irgendwie. So, jetzt mal ganz kurz Cut hier. So, sorry. Kurz mein Fenster zugemacht. War jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau, bei Aktivität. Ja, wie gesagt. Das war nur ein Witz. Aber wenn ihr auf einem anderen Server anfangen wollt, ist Clockworks dann auf jeden Fall auf Devos und nicht auf Murano und Hydros. Ich weiß, es ist jetzt scheiße für alle Murano und Hydros-Spieler, die denken sich, nein, jetzt kriegen wir niemals wieder neue Leute. Aber ich war ja auf Hydros mal. Vor Monaten war das schon. Und da war ein einziger Channel 1 am Nachmittag auf der Shopmap. Und das, Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich meine, wie willst du da überhaupt zocken? Wenn auf Devos ist es schon schwer genug, seine Sachen zu verkaufen. Und Leute zu finden, die was verkaufen. Ja? Also das ist schon schwer genug hier mit noch relativ vielen, im Verhältnis zu Hydros sehr vielen Leuten. Ich meine, wie willst du da bitte Equip aufbauen? Im Endeffekt musst du alles selber machen und wahrscheinlich auch noch alles aus dem Cash-Shop kaufen, weil kein Schwein die Sachen hat. Oder halt, ja, nicht kein Schwein, aber halt sehr wenige. Von daher... Und Murano, gut, okay, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich auch schon mal drauf dieses Jahr. Also seit es halt im Endeffekt etwas schlimmer geworden ist mit der Spielerzahl, mit der aktiven. Aber ich weiß, also da sage ich jetzt mal nichts, weil ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt hier scheiße laber. Also ich weiß ja nicht, ob das mit Hydros immer noch so ist. Vielleicht haben ja viele wieder angefangen wegen Clockworks oder so. Also haben sie halt gedacht, yo, ist ja doch scheiße, wechseln wir wieder zurück oder so. So wie ich. Weiß ich ja nicht. Aber ich bezweifle es. Also bei Murano schon eher, aber bei Hydros glaube ich nicht. Ich finde es eh, die sollten einfach die deutschen Server zusammenlegen, weil dann hätte man wieder richtig viele Spieler. Wie gesagt, Hydros, ne, aber Murano und Devos zumindest. Also Hydros natürlich auch mit zusammenlegen, aber ich meine, von Hydros würden jetzt nicht die vielen Spieler kommen. Aber Murano und Devos zusammenschließen wäre wieder ein ziemlich aktiver Server, würde ich meinen. Und ich verstehe immer noch nicht, wieso sie es nicht machen. Das habe ich vor einem Jahr schon gesagt, dass sie es machen sollen. Die haben es immer noch nicht gemacht. Also, ich meine, klar, ich habe nichts zu melden. Aber ja, ich meine, was ist das für eine Logik? Also, ja,
Es soll einfach passieren. Keine Ahnung, wieso das nicht machen. Müsste ich echt mal gern. Naja. Egal. Aber genug davon. Das wollte ich nur mal darauf noch eingehen. Genau. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ah ja, genau. Ach ja, als allererstes wieder Werbung für die Gilde machen hier. Ihr habt es ja schon im Chat gesehen. Naja, gut, jetzt gerade nicht, aber vorhin da Flameheart am Schauten. Dann wieder Leute suchen. Hatte ich ja auch mal so einen Shout. Der war auf meinem Knight, aber den habe ich, glaube ich, letztens rausgeballert. Aus dem Kästchen. Egal, jedenfalls ist jetzt das neue StepC-Forum online. Ach, ich wollte euch das auch noch zeigen mit einer Aufnahme. Jetzt habe ich es vergessen. Dammit. Ja genau, ich wollte das Video eigentlich so starten mit einer Aufnahme von einem neuen Forum. Verdammt nochmal. Ja, das könnte ich ja eigentlich theoretisch trotzdem noch machen. Ja, ich muss. Vielleicht. Ihr seht es ja dann. Es ist jetzt komplett neu umdesignt, also wer das alte Forum und die alte Website kannte, es sieht jetzt komplett anders aus. Also davor war es ja gelb und mit, wie sagt man das, ja mit so Charakteren, Ingame-Charakteren halt noch drauf gepitcht und dann halt so ein gelber, fröhlicher, lebendiger Hintergrund und eigentlich fand ich das alte Design 10 noch besser, um ehrlich zu sein. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall anders aus, jetzt ist es halt so eine Standard-Website, ja? Also ihr könnt immer noch Forum oder halt normal lolx.de, also einfach nur lolx.de eingeben, dann kommt er da drauf, das wird umgeleitet. Die Domain bleibt doch, glaube ich, komplett online, also die wird jetzt auch nicht demnächst dann irgendwann offline gehen, sondern es bleibt immer lolx, das ist dann weiter auf StepC leitet. Also ich glaube, lolx kriegt dann niemand mehr, also ich glaube, das bleibt jetzt dann... Genau, und ja, sieht das jetzt, also ich habe es jetzt gerade offen, ich habe es gerade geöffnet und ja, es ist halt unten Impressum und so Nachrichtenzeugs und so, es ist halt so in einem grauen Bereich, in einem abgesonderten Bereich. Und alles andere ist weiß, rot, grau, so ein bisschen gemischt. Sieht nicht schlecht aus, aber ich fand das alte ehrlich gesagt besser. Ich meine, gut, ich habe das alte Forum jetzt, oder die alte Website jetzt fast 2 Jahre lang fast täglich benutzt. Ich meine, ist natürlich klar, dass man es dann nicht ganz so feiert gleich von Anfang an, ne? Aber kann da jeder seine Meinung dazu sagen und momentan zumindest ist es halt noch sehr ungewohnt und deswegen halt auch nicht so geil. Aber ich fand das alte echt ehrlich gesagt irgendwie geiler. Weiß nicht. Ich fand's besser. Na, ist einfach eine Tatsache. Egal, und jedenfalls könnt ihr euch da, wie gesagt, jetzt bewerben. Bei Steps steht auch alles dort, was ihr an Voraussetzungen mitbringen müsst. Und dann müsst ihr so einen Beitrag in einem Bewerbungsforum schreiben. Also natürlich jetzt nur wer will, also ich will jetzt hier nicht... ja doch, eigentlich schon. Ich stelle das einfach nur mal vor sozusagen. Und ja, also wie gesagt, da könnt ihr das dann eben reinposten und dann wird drüber abgestimmt, ob ihr aufgenommen werdet und dann seid ihr auch ein cooler, hipper Steps-Member. Ist das nicht fantastisch? Ich finde das fantastisch. Naja, genau. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es hat mich jetzt nur daran erinnert, ja. Am Samstag haben wir Secret Room probiert, oder was heißt probiert, also wir haben uns angemeldet in Darkon, also im Westlichen. Und das hat vielleicht sogar der ein oder andere mitbekommen, es gibt keine Siegergilde im Westen und der Grund dafür war, wir waren die einzigen, also wir hatten keine Gegner, also wir haben uns angemeldet und hatten keine Gegner, das heißt wir hätten 100 Jahre brauchen können, theoretisch. Theoretisch nicht, weil es hat, glaube ich, eine begrenzte Zeit, bin mir ziemlich sicher, dass man begrenzte Zeit hat. Aber ich meine, ja, wir hätten uns jetzt nicht beeilen müssen, weil wir keine Gegner hatten. Normalerweise ist es ja ein Wettkampf zwischen zwei Gegnern, wer schneller alle 100 Mobs plus Lucifer tötet. Aber in dem Fall konnten wir uns halt so gesagt Zeit lassen. Ja, das Ding war nur, wir haben alle 100 Viecher gekillt, wurden alle beim Lucifer gespawnt. Und dann hatte unser Gegner leider ein Disconnect und wir sind alle rausgeflogen. Also aus dem Secret Room, weil anscheinend ist, ich wusste es ehrlich gesagt nicht und ich weiß auch nicht hundertprozentig, was das jetzt genau war, aber irgendwie derjenige, der den Secret Room sich dafür anmeldet, oder die Gilde dafür anmeldet, kann nicht disconnecten. Also wenn der disconnectet, fliegen alle raus. Also dann ist sozusagen wie aufgeben. Dann gewinnt automatisch die andere Gilde, beziehungsweise die müssen halt noch fertig machen, aber ich meine, wenn du nicht mehr, wenn keiner von deiner Gilde mehr drin ist, gewinnt die andere Gilde automatisch, weil die müssten ja dann noch die Mobs killen, haben ja keinen Zeitdruck mehr. Oder eben in unserem Fall, wir hatten ja keine Gegner, sind rausgeflogen und dann kam, es gibt diese Woche keine Siegergilde im Secret Room vom Westen. Das war
Ja. Ziemlich scheiße. Das wollte ich eigentlich gestern schon erzählen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich überlege mir noch lieber, ob ich das wirklich erzählen soll, aber ja, es ist scheiße gelaufen und ich meine, das hat ja jeder mitbekommen, dass es keine Siegergilde gab, ne? Ich weiß auch gar nicht, wer im Osten gewonnen hat, ehrlich gesagt, weil ich direkt dann auch offline gegangen bin, was für mich gewittert hat wie Sau. Also ich hatte eh schon ein schlechtes Gefühl bei dem Secret Room, was bei mir übelstes Gewittern angefangen hat, deswegen habe ich auch nicht aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, come on, lohnt sich jetzt eh nicht, eventuell muss ich sogar mittendrin rausgehen. Und dann ballert es uns einfach nach 2 Minuten drinnen raus. Das war vor allem am Anfang überhaupt nicht gecheckt, was los ist, bis alle geschrieben haben. Das war echt nicht so nice. Aber ja, lustig, eigentlich war es schon lustig. Ja. Ich meine, das ist übelst scheiße, weil ich meine, wir hätten kampflos gewonnen, das ist schon nice. Und ja, nix wegen dem scheiß Disconnect raus. Das ist halt Flife, ne? Das ist Flife. Das passiert dir halt bei 99% aller anderen Spieler nicht, dass da einfach so Disconnect ist. Ohne Internetprobleme. Das ist schon krass. Weil er war ja mit anderen Chavos noch online, unser Gegenleiter. Also, es war einfach nur der eine Chavo disconnected ist. Das war schon echt. Das war ziemlich funny. Halb. Genau, wollte ich das noch erzählen. Dann, boah, bin ich mit meinen Stories schon am Ende. Wie weit sind wir denn? War noch gar nicht mal so weit, ne? Puh, ja, eine halbe Stunde täglich zu labern ist schon ziemlich schwierig, muss ich euch sagen. Also die ersten beiden Folgen gingen jetzt schon noch, aber jetzt wird es langsam wieder schwieriger. Ich meine, 15 Minuten sind eine Sache, 30 sind eine ganz schöne Sache. Aber ich will halt auch vorankommen, weil ich meine, ja, weiß halt, es ist dieses Ding, ja, ich will halt Level 45 werden, gleichzeitig weiß ich, aber ich habe halt noch kein Cruiser-Set. Und ich habe auch noch niemanden gesehen, der eins verkauft, bis auf einen. Und, na gut, okay, zwei, also einer hat mich noch auf YouTube angeschrieben, aber sein Set war nur plus 8 und es hatte 50 STR, also ein Jester-Set, von daher bringt es mir nichts und es war nur plus 8. Wobei ich sagen müsste, wenn es jetzt ein richtig geiles Set wäre, also mit richtig viel Crit-Damage, richtig viel Dex und ich die Kohle schon dafür hätte, also momentan habe ich nur knappe 40 Milliarden, ich meine, ist jetzt nicht wenig, aber es reicht nicht für ein Cruiser-Set, für ein geiles, auf jeden Fall nicht. Brauche ich mindestens das Doppelte, wahrscheinlich das Dreifache sogar. Also Minimum 100 Mio wahrscheinlich für ein richtig gutes. Und ja, das ist halt blöd, weil ich momentan niemanden finde. Und wie gesagt, das eine war jetzt ein Jester-Set und das andere auf dem Markt ist, glaube ich, auch eins. Und das wie gesagt, waren auch das 8-16%. Und ja, doch, das auf dem Markt ist auch eins, genau. Aber das ist sogar noch schlechter, das hat nicht mal 50 SDR. Das ist irgendwie... Also nicht schlecht, aber es ist plus 10, aber die Erweckungen so lala, also naja. Ich glaube, das ist circa auf auch noch irgendwas mit 30 oder so. Ja, falls es überhaupt schon eins gibt. Ja, das ist das Ding, ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist schon schwierig genug auf Devos irgendjemanden zu finden, der das verkauft, was du haben willst. Weil man da sagen muss, auch für die Leute, die sich nicht bei Steps bewerben, ihr könnt ja gerne auf der Website im Forum euch auch anmelden und den Marktplatz da benutzen. Also da sind eigentlich sogar relativ viele Leute noch aktiv in dem Marktplatz. Ja, da gibt es halt Verkaufs-Threads. Da machst du deinen eigenen Thread auf, ist da oben der Boss. Ja. Erstmal wieder herausfordern. Und den kannst du dann täglich pushen. Ja, und dann kannst du deine Sachen sozusagen oder Werbung für deine Sachen machen, die du verkaufen möchtest. Oder deine Sachen halt verkaufen, je nachdem. Ist eigentlich egal. Beides richtig. Während du gar nicht online bist. Das ist im Endeffekt wie ein AFK-Shop, wo da kann jederzeit jemand sich melden und sagen, jo, ich offer so und so viel auf darauf. Und du kannst auch Zeiten ausmachen, jo, wann kommst du online und jo, wann kommst du an. Du musst dich nicht mal einloggen. Also, das finde ich ganz nice. Wie gesagt, es nutzen noch einige, leider nicht mehr so viele wie ganz früher. Also noch vor, also wo ich mich angemeldet habe, da waren in dem Forum richtig viele aktiv. Also sind es jetzt immer noch, aber wie gesagt, da waren nicht mehr so viele im Verkaufsthread. Und Ankaufsthread, es gibt natürlich beides. Aber ja, es ist ganz nice. Ich habe darüber auch schon einige Sachen verkauft und einige Leute gefunden, die Sachen von mir kaufen wollten, von denen ich kaufen wollte. Ist wirklich nice. Also auch für Leute, die wie gesagt nicht in die Gilde wollen, können gerne im Forum vorbeischauen. Richtig fett Werbung, ey. Werde ich vielleicht mal hochgestuft auf ein hochrangiges Mitglied. Nee, Spaß, will ich gar nicht. Dafür bin ich ein bisschen zu selten online. Und kenne auch die Member zu nicht gut.
Genau. Welches Level sind wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. 28 sogar. 28 schon, das geht echt schnell. Ich glaube, wie welches Level war ich? 23, als wir angefangen haben. Genau, habe ich vorhin noch nachgeschaut. Ja, 8 Level. Gestern gemacht, in einer halben Stunde. Es ist echt nice. Und es bockt halt übelst, weil die Viecher machen dir einfach keinen Schaden. Es ist im Endeffekt, als würde ich gegen Alberts kämpfen, nur dass sie nicht ganz so schnell tot sind. Aber naja, doch, eigentlich irgendwie schon. Also dafür, dass die 11 Level über mir sind, sind die dann doch schon ganz schön schnell tot. Also 2000er Crits mit Level 28 bei 39 ist schon nice. Also es bockt sich echt übelst. Muss man mal echt so sagen. Neue Nachricht erhalten. So. Ja, das ist jetzt eh das Ding. Also sowas wie Verkaufssachen könnt ihr gerne noch an Spielestyler schicken. Also an mein Char. Also an mein Knight. Spielestyler. Weil auf dem logge ich mich täglich ein. Hier eventuell nicht. Wie gesagt, wenn ich vorproduziere, werde ich mir hier wahrscheinlich nicht täglich einloggen, weil auf der ist weder das Geld noch die Sachen, die ich auf meinem Knight eventuell noch nicht hundertprozentig sicher, hat mich auch schon jemand angeschrieben, den Warp-Set, was ich dafür einen Preis mir vorgestellt hätte. Es ist noch nicht sicher, ob ich den verkaufe. Deswegen dann mal lieber noch nicht anschreiben, weil ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob ich jetzt wirklich quitten will. Eventuell reicht ja das Geld, was ich durch das Plane bekomme, um mir hier ein geiles Cruiser-Set zu holen. Und Ancient Bow, wie gesagt, der kann ja noch warten. Den muss ich ja jetzt nicht direkt kaufen. Ja, da kann ich ja eventuell sogar noch ein bisschen drauf sparen. Das muss ja jetzt nicht sofort sein, weil den kann ich erst mit 120 tragen. Also so Verkaufssachen und so Tauschsachen könnt ihr gerne oder würde ich euch fast bitten, weiterhin auf den Spielestyler zu schicken, weil auf dem ist die gesamte Kohle. Auf dem logge ich mich täglich ein, eben wegen den Nachrichten. Schau auf dem Shop rum, weil du die ganze Kohle auf dem Char hast, weil ich hier nicht die ganze Zeit mit 5 Stacks Perin rumlaufen will, das jetzt die Platzverschwendung ist im Moment. Und ja, also das wäre ganz nice, wenn ihr da... Ich meine, hier könnt mir nicht, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr mir hier aufschreibt, aber da ist ja halt die Gefahr, dass wenn ich dann mal vorproduziere, dass ich hier mal mehrere Tage am Stück nicht online bin, dann denkt ihr euch, hey, was ein dummes Arschloch, der antwortet mir nicht. Ja. Und wenn ich euch mal nicht antworte, dann schreibt einfach nochmal, dann habe ich es eventuell übersehen oder habe es als irgendwie Troll-Message aufgenommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich, ne, also eigentlich dürfte ich auf alles geantwortet haben, was ich im Postkasten hatte. Hoffe ich doch zumindest. Also wie gesagt, wenn nicht, dann einfach nochmal schreiben. So wie, du hast mir noch nicht geantwortet, bla bla bla. Nochmal neue Nachricht erhalten, was zum Teufel ist hier los? Wer spammt mich hier schon wieder zu? Das ist ja unglaublich. Das ist diese Uhrzeit einfach, ne? Das müsst ihr euch vorstellen. Ich denke mir jetzt so, yo, es sind jetzt noch ganz wenig Leute online. Beim Sommerferien sind jetzt, glaube ich, schon vorbei, oder? Also in Bayern noch nicht, die gehen noch bis ganz normal Mitte September, wie immer. Aber in anderen Bundesländern dürften die schon längst vorbei sein. Also zumindest in ein paar. Weil man ist ja schon Ende August und Bayern fängt ja meistens immer so 2 Wochen später an die Ferien als bei den anderen. Bayern sind aber die letzten mit Baden-Württemberg, glaube ich. Von daher dürften die meisten wieder... Also wäre jetzt nicht schlimm, wenn sie mich angreift, ich würde sie easy überleben, aber... Jetzt nicht, ich will nicht die gleiche Scheiße wie gestern nochmal machen, ne? Ich meine, es war schon ganz nice, den Boss da einfach mal 16 Level unter dem mit Level 19 so ein 35er Gegner zu bashen, ist schon ganz funny, aber ja. Das hat halt nichts gebracht und ich meine, das ist das Problem bei den Low Geeks. Da finde ich, das sollten, hätten sie sich eigentlich auch mal was überlegen sollen, weil die Low Geeks, die droppen ja nichts. Also, die droppen ja ganz normal im Endeffekt, die, wenn die Set-Teile und Waffen droppen. Gut, es gibt natürlich diese Greenie-Waffen, wo STR plus 2 oder Hit plus 10 bringen. Ich meine, klar gibt es solche Waffen auch, schon auf Low-Level. Aber ich meine, die hätten sich halt wirklich was einfallen lassen müssen, dass man da schon mit Low-Level sich in der Gruppe zusammenschließt und da die Geeks killt. Ja. Also, da ist er wieder. Da ist er wieder, der Gewahrer. Dass man da irgendwas droppen kann, was einem auf dem Level sehr viel weiterhilft. Ja? Also jetzt nicht irgendwie eine Waffe mit 40 Crit Damage, das ist schon klar, sowas nicht. Aber ja, jetzt irgendwas halt. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ein bisschen Gedanken hätte man sich darüber schon machen können. Weil eigentlich sind alle Geeks, die du ja vor Level 60 killst, nutzlos. Weil die nichts Besonderes droppen können. Gut, manche Geeks... Also beziehungsweise manchmal hat man es bei Geeks, dass man bei denen irgendwie immer ein Set halt droppt oder so, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie bis so großartig Besonderes. Ich meine, irgendwas musste er droppen. Ich meine, wenn er nicht erhöhte Chancen auf Waffen und Set-Teile hätte, dann wäre das ja Spaß, den überhaupt zu töten. Also dann wäre er wirklich komplett 100% useless.
Aber ich meine, noch irgendwas Spezielleres, wo man da in den Geek 5 mal kriegen muss, um es zu bekommen. Und dann halt, ja, wie gesagt, irgendwas halt für das Low-Level, was einem da weiterhelfen kann. So, was will er denn hier? Da, Stepsy. Oder Steps heißt es eigentlich. Aber irgendwie Stepsy gefällt mir besser wegen Dragon Ball Z. Startet durch nur ein paar Schritte bis zu uns. Bewirb dich auf www.stepsy.info. Da habt ihr das, meine Freunde. Achso, mein Leveln. Ich dachte schon, das war jetzt eine sarkastische Antwort auf meine langsame Antwort. Lol. Dead Sentence. So, wie viel Level sind wir? Dann machen wir noch 30, oder? Ja, komm, machen wir noch 30. So. Oh, 50% Crit. Nice. Nice, nice, nice. Ja, das Ding ist, ich würde eigentlich gerne die Ringe noch ein bisschen krasser upgraden, weil... Ich meine, klar, ich habe ultra viel Pech, aber ich meine, wie viel habe ich jetzt benutzt? 150 Arschsprosse, glaube ich. Und ich meine, es hat ja trotzdem dreimal und... Moment, der eine war ja plus 13, ne? Zweimal und zweimal. Ja, ja, genau. Also es hat trotzdem viermal geklappt. Ich meine, es ist eine Ultra-Low-Quote. Bei 150 von 13 und 12 zu upgraden auf 15, 14 ist eine Ultra-Low-Quote. So viel Pech hat kaum jemand. Aber trotzdem hat es ja ein paar Mal geklappt. Und von daher hätte ich schon Interesse, die mindestens plus 16 und am besten plus 18 zu machen. Also plus 20 ist zu krass. Plus 20 kriegst du niemals hin. Also vor allem von 18 auf 19 und 19 auf 20, das ist... Kannst du den Kopfschuss geben, das klappt niemals. Da brauchst du ein paar tausend Versuche. Ah, also ich bräuchte ein paar tausend Versuche, besser gesagt. Aber ja, 16 auf jeden Fall wäre noch drin. Und 18 wäre so das Ziel. Also einfach nochmal 200 auf beide Ringe 100 klatschen. Das wäre ganz nice. Aber wie gesagt, momentan speichere ich alles für das Cruiser-Set, weil das ist auf jeden Fall wichtiger. Aber die Ringe wären auf jeden Fall auch noch so ein Punkt, den ich gerne, an dem ich gerne arbeiten würde. Ach ja, und dann ist noch so, ich weiß den Namen nicht, aber auf der Shopmap steht schon seit ein paar Tagen so ein Typ, der hat einen ziemlich guten Ancient Bow und der will gerade mal 19 Milliarden dafür. Also ich habe die 19 Milliarden sogar geoffert, to be honest. Der hat leider STA-Sockel, aber 1-in-1-Fusion, 1-in-1-Erweckung. Das heißt, ich müsste im Endeffekt nur die Sockel entfernen und Decks draufballern. Und ich meine, klar, wäre ziemlich teuer, Electric S-Karten sind nicht billig. Stimmt, 1-2 Milliarden pro Stück, also da mal 7 Stück zu kaufen, kostet ein bisschen was, einiges. Aber, wie gesagt, das kann er noch warten, weil wenn, dann würde ich ihn ja jetzt kaufen und ich meine, dann kann ich ja die STA erstmal noch drauf lassen. Und warten, bis ich den eben tragen kann und dann erst runter machen und die S-Karten draufhauen. Und ja, der ist ganz nice und ich finde den halt ziemlich billig, weil wenn man sich mal so umschaut, was so die Ancient-Waffen... Ancient ist ja richtig. Dachte gerade, ich hätte irgendwie Falsches gesagt. Naja, auf jeden Fall die Ancient-Waffen, Ancient-X oder Lutzaka Crystal-X oder so, wie die auf dem Markt stehen, 35 Milliarden circa, auf 20 Milliarden, 25 Milliarden. Da ist 19 Milliarden schon ziemlich billig, also wenn ich den bekommen würde für natürlich 19 Milliarden plus Unbinding, also Unbinding sind 3, 4, 5 Milliarden sowas. Ja, aber 25 Milliarden, so viel hat mein Night Sword auch gekostet. 20 Milliarden plus Unbinding. Musste ich damals auch das Unbinding kaufen. Ist halt auch immer so ein Risiko, das Unbinding kaufen zu müssen, das dem zu geben. Aber in der Regel verarschen sie dich da nicht, weil... Ja, eigentlich nicht. Na, ich meine, das ist halt ein bisschen behindert mit dem Unbinding, ne? Aber ich meine, ja, ist halt so. Aber ich meine, 25 Milliarden für so einen geilen Bow wäre schon nicht schlecht. Und der ist wirklich nice. Wie gesagt, die Sockel... Müsste man halt noch wegmachen, aber ansonsten richtig geiler Bow. Wobei ich glaube, dass der auf jeden Fall noch teurer werden wird. Also ich denke mal nicht, dass 19 Milliarden da plus Anbinding der Sofortkauf sein wird. Aber ich hoffe es, ich hoffe es. So, jetzt mal Gegenstand aufheben auf, ach, das Locket 0 machen. Und der süße Bär kommt da nicht durch den Felsen. Der ist ein bisschen stärker als der Bär. Und dann zwei Mobs dürften es noch sein. Ne, 3. Oder sogar 4? Naja. Naja gut, jetzt mittlerweile bin ich ja schon, ja, 30. Ich meine, jetzt geht es dann auch nicht mehr so schnell. Deine ungeliebten U-Pieces. Ich hätte sogar, glaube ich, noch relativ viele auf meinem Land. Glaube ich. Oder? Keine Ahnung.
Ah, ne, das ist auf Clockbox, wo ich die Pieces noch hatte, stimmt. Jetzt verwechsel ich schon die Server. Ah ja, genau. Können wir das noch schnell machen. Clockbox. Alles weg. Alles. Sogar das Geld. Bis auf 1 Milliarde habe ich, glaube ich, noch. Ah, und die ist eventuell jetzt auch schon reserviert. Und das Plane-Set. Und da wollte ich nochmal fragen, hat wirklich niemand von euch Interesse auf Clockbox? Ich weiß, sehr viele von euch spielen auch auf Clockbox. Oder, na gut, sehr viele. Aber einige auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich mehr Leute als hier noch bei den Zuschauern auf Devos zocken. Hat echt keiner Interesse an einem Plane plus 10, 28%. Die Erweckungen sind mittelmäßig bis gut. Suit hat 15 Crit Damage, Boots haben 17 Crit Damage, Helm hat STR und STA. Gauns, gebe ich zu, sind scheiße, die haben 20 ATK und ich glaube ein bisschen Attack Speed. Also, so eine, also die Gauns sind fast clean. Sie bringen nur positive Sachen, muss man dazu sagen. ATK plus 20 ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber alles in allem eher wie clean Gauns. Aber ja, es ist ein Blame plus 10, 28%. Also schon ein gutes Set und ich habe ordentlich Damage gedrückt. Also die Abraxas, ein paar Level über mir habe ich One-Hitted teilweise mit Crits. Also jo. Beziehungsweise die Smaller Box, also ich nehme nicht. ab und zu auch mal einen One-Hit rausgehauen. Also bei gleich hohen bis etwas loweren Mobs. Von daher, gutes Equip auf jeden Fall. Und ja, momentan circa auf nur 5,5 Meal. Whatever. Von daher, Interesse zeigen, meine Freunde. Ich will nämlich nie wieder mich dort einloggen müssen. Momentan sieht es so aus, als würde es noch eine ganze Weile dauern, bis ich das Set mal verkaufe. Und ich will hier endlich ein Cruiser-Set und dafür muss ich das Plane verkaufen. Also please, guys, please. Oder, wenn ihr hier ein Cruiser-Set habt, kann ich euch hier Penya plus mein Plane auf Clockbox geben, gegen das Cruiser-Set. Überlegt's euch. Ich denke mir jetzt nicht, dass irgendjemand von euch so ein richtig geiles One-in-One-Dex-Crit-Damage-Cruiser-Set hat. Sonst hätte er mich wahrscheinlich schon angeschrieben. Also wenn das nicht brauchen würde, natürlich. Genau, jo, dann machen wir jetzt Feierabend, das ist die Folge sogar ziemlich lang geworden. Also das mit dem Interessanten bzw. Trash-Talken und so, das mache ich natürlich nicht immer, weil es ist ehrlich gesagt ziemlich anstrengend, 30 Minuten lang sich die ganze Zeit irgendeinen Scheiß auszudenken, über den man so Trash-Talken kann. Es ist ohne Witz nicht so einfach, also ihr müsst es selbst mal machen, einfach nur so just for the lols, ihr müsst nicht mal aufnehmen, einfach nur so tun, als würdet ihr aufnehmen, das ist echt nicht so leicht, also... Man denkt sich's immer so, ja, aber ich meine, genau aus dem Grund ist ja nicht jeder YouTuber. Jeder zweite, aber nicht jeder. Also ist echt mittlerweile fast jeder zweite YouTuber. Egal, auf jeden Fall war's das. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.